Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Age of Empires 3, zu einem 3 vs. 3 hier gegen Ersten Leutnant, und an meiner Seite ist einmal der Flo. Hallo. Und einmal der Planfred. Danke. Also so. Hi. Und wir starten jetzt. Ja, liebe Zuschauer, was ihr nicht mitbekommen habt, wir haben es hier, ich glaube, schon fast eine halbe Stunde versucht zu starten, haben die beste Map jetzt aus den Standardkarten bekommen bei You. Oh nein. Die wir alle lieben. Ja. Ich spiele mal Holland hier zur Abwechslung. Schauen wir mal, wie es wird. Genau, die Map, wo du einfach nichts bauen kannst, gefühlt. Danke. Danke, Age of Empires, ich liebe euch. Ja. Ich glaube, die Map ist ziemlich gefährlich sogar. Echt? Meinst du? Ja, es gibt halt keine Handelsposten und von denen brauchen eigentlich zwei einen Handelsposten, aber uns keiner. Ja, okay, dann ist das auf jeden Fall positiv, das stimmt. Weil der Deutsche bräuchte einen und der Azteke bräuchte einen. So, die ersten Befehle sind schon mal gegeben. Ich werde dann so ein bisschen Plänkler bauen. Flo macht einfach alles so ein bisschen als Russe. So. Hallo? Ja. Okay. Ah, nein. Ja. So. Ich bin bei you zu furchtbar. Hallo? Ich do het. Okay. Also ich finde das schon in England irgendwie absolut miserabel, aber man bietet ja noch alles. So, damit sind die ersten Sachen gemacht. Ich baue mein Haus. Ich glaube so, wie viel waren das? 4 oder 5 Siedler, glaube ich, auf Gold reichen aus. Wenn ich mich nicht täusche. Schauen wir mal. 4 Siedler reichen. Ja, dann habe ich genau 4, dann habe ich es richtig gemacht. Ne, der Schatz ist uninteressant. Ach, 100 HP, den würde ich aber gerne den Azteken wegnehmen. Oh, schaut mal, hier ist 225 Nahrung. Wollen wir beide das machen? Flo ist da, oder? Ja, Flo. Ja. Warte, wo siehst du das? Okay. Da. Ja, ja, da war gleichzeitiger Pink finde ich auch easy. Aber ist abgesprochen, habe ich gehört. So, dann wähle ich gleich mal mein Deck hier. Asia Standard Deck. Danke. Oh, ich habe 12,35 Würze für einen Holländer. Auch nicht schlecht. Nur bin ich gerade auf der anderen Seite. Naja, es sind drei Piraten. Lass da bestimmt mal einen raus. Ja, wir kümmern uns jetzt erstmal um die hier. Flo, nimmst du den ersten Schuss gleich? Jo. Ah, ne, ist nur noch ein Pirat übrig. Okay. Und doch nur zwei. Gehen wir da in den Nahkampf eigentlich gegen die? Eigentlich schon. Ja, okay. Flo müsste in den Nahkampf gehen. Du brauchst als Russe eher die Nahrung, oder? Was sprichst du? Nee, du kannst die nehmen. Okay. Dankeschön. Also ich weiß nicht, ob du die Piraten siehst, aber der ist in dieser Kiste eingeklemmt. Den kannst du dir dann da selber holen, ist ein Stück nur noch. Klar. Oh, und den bräuchte ich. Boah, der Russe. Ich bin gerade dir vor der Nase weggeschnappt. Das ist halt mies. Passiert. Ja, Planfred, na gut. Dann lassen wir das mal passieren. Russe oder ich, wer möchte den haben? Was? 110 Holz. Ja, dann lass ich grad eh nicht rüber, weil ich werd gerade etwas gejagt. Hallo? Jager. Ich schick dir das Holz, ich schick dir einfach das Gold heimlich rüber. So, dann werde ich. Sobald mein Siedler ist gerade halb durch, danach werde ich agen. Lauf dann mal weg. Hallo? Soll ich. Oh shit, das sind zu viele, ja. Oh nein, der deutsche Kundschafter ist Adolf Hitler. Ja, wunderbar. Das ist nicht positiv. Der hat immer Geschichte gelernt, anscheinend. Hallo? Dennoch keine positive. Nee, das stimmt. So, ich brauche jetzt sehr viel Holz, wenn ich mich richtig entsinne. Aber auch Nahrung. Ich glaube, du weißt damit, was du agest. Ja, mit Holz natürlich. Ach Quatsch, lol, da ich doch immer mitten aus dem Posten 200 Gold. So. Ja. Klar. Just. Ich würde vorschlagen, wir machen etwas. Oh ja, die holen sich gerade den Schatz, kann ich easy stealen. Aber was hat Flo gerade gesagt?
defensive Frontbase. Ja, würde ich auch sagen. Aber das heißt ja dann eigentlich schon bei mir, oder? Weil sonst kann man nirgendwo was hinbauen. Kann man eine Basis, würde ich sagen. Du meinst auf diesem halben Teil? Ja, ich werde sowieso wahrscheinlich meine FP einfach etwas vor mein TC setzen, damit ich die Hand da oben kriege. Egoist. Nein, Spaß. Und wo soll ich dann meine Kaserne hinsetzen? Auch vor meinen TC, oder? Ja, so wie es halt am besten passt für dich. Dass okay. Du, ich glaube, auch einfach da, so zwischen uns oder so. Hallo? Juist. Jache. Den ich ja noch ganz gut finden würde, wäre dieser Schatz. 160 Holz, ist schon lecker. Ja, okay. Kommando, ich ga. Ja, Kommando. Ja, okay, jagen. Klar. So, dann baue ich gleich mal die erste Bank. Ich plätze mal einen Außenposten mal zwischen den zwei Minenhöhen. Okay, ja. Hat er seine Siedler sogar extra wegen mir ins Dorfzentrum rein? Hallo? Ist auch nicht schlecht. Hauthacke. Klar, juist. Timmermann. Klar, ich ga. Hauthacke. Ja, Handelaar, Hallo. Handelaar, Command, Handelaar. Weiß muss man sagen, weil du hast echt viele Goldminen, muss man sagen. Ah, jetzt bin ich ein bisschen hinten dran mit meinem Gold. Kommando? Ja. 350 Holz brauche ich dafür noch. Hallo, Hauthacker. Kommando? Hauthacker. Hauthacker. Geh mal da hoch lieber. So. Klar. Oh, ich vergaß Armee zu bauen. Timmermann. Ja, ich hab's aber extra vergessen, weil ich noch eine zweite Bank bauen wollte. Jetzt spare ich auf die Kaserne. Bau die als nächstes dann. Klar, ja. Ich hab nicht beim Markt was gebaut. Oh Gott, ich bin gerade so abgelenkt. Warte, was kommt da oben? Ulane kommen da. Oh, die kommen genau in meine Richtung, ne? Das ist nicht so geil. Ich glaube, die kommen auch nicht hier raus. Hauthacke. Och nö, warum immer auf den Briten? Ja, oh, vor allem wir haben halt gleich schon eine Riesenarmee, ne? Shit. Oh ja. Ups. Bei mir kommen erst 4 raus. Okay, das ist jetzt tatsächlich nicht so gut. Ich hol mir mal 8 Pikiniere, würde ich sagen. Deine Siedler. Er hat sie mal weg. Ja. Ah, shit. Ja. Ihr müsst jetzt Zeit kaufen, weil noch können also wir die kriege ich jetzt rein. Raus, die Mace. Ein paar. Oh fuck, er hat meine Siedler. Okay, die gehen beide Kaff, Husare und Ulane. Ja, wir gehen noch nicht drauf. Guck, dass du auf jeden Fall keine Siedler verlierst. Ja, ich hab's schon versucht. Ja, ja. Ich kann halt nichts bauen, weil ich keine Rohstoffe kriege, weil immer mit Kaff da oben steht. Ja, mir fehlt auch gerade noch 10 Holz, dann kann ich die Kaserne bauen. Mach ich sofort. Mir liegt da echt viel Holz da, das ist so, wenn ich hier verliere jetzt. Ich war, ja, danke. Ja, warte, ich komme mit Pikinieren. Kein Stress. Ja, jetzt muss er da weg. Ja, zieht euch zurück, geht da nicht drauf, geht da nicht drauf. Kommando? 23, 22. 18. 18 sieht er noch, viel super. Okay, ich konnte ein bisschen die Kaffee dezimieren. Ich zieh mich mal lieber ein bisschen zu dir zurück. Ja. Ich du Jager. Ja, ich falte das jetzt. Oh shit. Ja, okay. Rückzug. Ja, okay, gleich kommt Plänkler bei mir raus. Das Gute könnte jetzt noch. Minuteman. Dafür brauche ich noch 20 Nahrung gerade. Ich hab gerade aktuell überhaupt keine Nahrung.
meine zwei Husare helfen, so gut wie es geht. Und ich habe mir gerade sechs Wurst aus der Stadt. Lass mal mit unserer Kaffee die Mails gehen von dem. Ah, die haben zu viel Kaff. Ne, das geht schon. Okay, neue Plank ist unterwegs. Hallo? Ja, Handelaar. Kommando. Houthakker. Klaar. Klaar. Oké, jagen. Zo. Ich schick mir nochmal Holz. Ja. Okay, wir konnten sie erstmal abwehren, aber ich glaube, wir haben alle ein paar Siedler verloren. Also. Ich habe, glaube, um die 10 bis 12 Stück verloren. Ja, das waren viel zu viele. So, ich bräuchte viel mehr Nahrung. Nahrung, Nahrung, Nahrung. Ja, man sieht auch von der Punktzahl, wie sehr ich gesunken bin. Ja, Jäger. Kommando. Jetzt redet er mich. Ist hier nicht noch irgendwo eine Herde? Ich du het. Jäger. Da ist noch eine Herde. Hallo, Houthacker. So, jetzt kann ich aber gleich noch eine Bank bauen. Ich baue weiterhin Plänkler. Klar. Bei mir läuft es sehr schlecht mit der Wirtschaft. Ja. Ich baue sicherheitshalber, glaube ich, nochmal eine zweite Kaserne, oder? Mhm. Ich glaube, das kann nicht schaden. Ich ga Houthacker. Klar. Ich schau mir mal nebenbei ein Cherokee-Dorf motiviert, die Wie heißen die? Die Kriegerröhre zu holen. So rum. Und oh, die kommen wieder mit ziemlich viel Kaff. Das sind meine Plankler jetzt voll ungeschützt. Zieh dich zurück, zieh dich nach rechts am besten, Planfred. Zieh dich nach rechts zurück. Ja, das sind nur meine 9-6 Muster so. Ja, trotzdem, zieh das zurück. Timmerman. Och, mal wieder Siedler verloren. Ich krieg noch einen Anfall hier gleich. Hallo? Jetzt bin ich noch bei 18 Siedlern und die brauchen das bei TC und habe ich keine Siedler mehr. Ich baue jetzt mir gerade hier noch ein paar Pikes. Oh, echt nur Pikes und Kraft, mehr nicht. Tja. Ja, okay, das hat mir ein bisschen reinlaufen. Ja, ich muss meine Siedler irgendwie wegzurennen, die noch übrig sind. Ich hab zwei Siedler noch. Lass mich doch mal durch mit meinem Siedler, Mensch. Das wissen die noch nicht. Das ist ein harter Kampf. Aber ich glaube, wir haben echt zu wenig Antikraft. Also ich kann euch die Rohstoffe gehen, das kann ich als erstes machen. Nee. Okay. Ich habe gerade ganz gute Ressourcen. Ich baue gleich noch weiter. Ich habe nur kein Holz für Pikes, das ist mein Problem. Plänkler kann ich gerade raus spammen. Also mehr oder weniger spammen. Aber der tut halt jetzt meine Plänkler alle abschlachten. Ja, das sieht nicht gut aus. Das wird hier einfach mal zu fokussen. Ja, nee, das ist nicht so geil. Okay. Also ich glaube, wir können das auch aufgeben, weil ich habe bei 34 Punkten, ich habe zwei Siedler. So, jetzt kommen nochmal Truppen. Die laufen ein bisschen dumm.
Hallo, Kommando? Kommando, Hauthacker. Ja, da können wir aufgeben. Also letztes weiß ich dann erst recht, also ich hab halt gerade nichts mehr geführt. Ja. Das lief nicht so gut wie geplant. Da wollten wir wieder zu viel. Hier haben wir zu wenig Armee gehabt, wir beide, Planfried und ich. Tja. Müssen wir doch stärker auf Armee gehen nächstes Mal. Das ist so immer, das ist, finde ich, immer so auch ein bisschen, wenn man auch Holland spielt, ist ein bisschen die Gefahr, dass man zu sehr auf Wirtschaft geht und zu spät erst auf Militär. Was heißt denn eigentlich BRB? Das war schon immer mal Fragen. Be right back. Then we start another game. Tja, ich hätte, glaube ich, echt die dritte Bank weglassen sollen und dafür die Kaserne bauen müssen. Ich habe 6000 Ressourcen, glaube ich, am schlechtesten. Schauen wir mal. Meine Siedlerrate ist von 27 auf 2 runtergesunken. Ich hatte die drittmeisten Ressourcen. Ja, mit den Ressourcen war ich dann gar nicht schlecht, wegen den Banken auch, aber ich habe sogar so fast so viele Kills gemacht wie Flo hier. 51 du, ich 50. Von mir braucht man nicht reden. Ah, wir hätten viel mehr Antikraft gebraucht. Dann hätten meine Plänkler, weil meine Plänkler, die konnten echt gut dann die Infi fertig machen. Aber die konnten halt nicht beschützt werden. Schade, schade, aber hier, schauen wir mal, die haben sich hier überall aufgebaut. Ja, die haben viel weiter vorne dann ihre Base gebaut. Auch den einen Indianer-Boston haben sie sich geholt, sehe ich gerade. Ne, das ist meiner. Achso, den hattest du eigentlich, hier. Weil eigentlich kriegst du aus dem Cherokee, kriegst du eigentlich, Cherokee, bei Kree war das, ist ein Unterschied, Cherokee und Kree. Ja. Ja, ich hab Kree gelesen gehabt, dessen dachte ich, gut, dann komm, ich brauch ein paar Kree, Coureur de Bois, weißt du? Aber ich glaube, wir kriegen das nochmal besser hin, weil wir waren auch gar nicht so schlecht, habe ich so das Gefühl gehabt. Ich glaube, wenn wir beide einfach nur, ich und Planfried, knallhart von Anfang an auch auf Armee gehen, hätten wir sogar gegen diese drei auch eine Chance, oder? Ja, dann hätten wir den ersten Fight gecleant, glaube ich, ne? Ja. Wir direkt gegen pushen können. Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, das ist gar nicht so unbalanced. Unsere Taktik war halt einfach falsch, dass wir beide zu sehr auf Wirtschaft gehen und zu spät auf Militär. Gut. Nee, daran lag es nicht. Ich war abgelenkt gewesen, leider. Leider. Ich war gestern einfach nur irgendwann die Armee zu bauen. Wirtschaft habe ich mich gar nicht konzentriert. Ich wollte ja auch Armee bauen, aber ich habe es halt vergessen, weil ich abgelenkt war. Ja, ich hatte mich halt, sag ich mal, bewusst dafür entschieden, weil ich halt dachte, okay, dann kann ich es hinten rausreißen, weil ich eine Bank mehr habe und dann halt durchpumpen kann. Ich meine, ich konnte ja jetzt auch ganz schnell ordentlich Plänkler aufs Feld bringen, aber gut, wenn ich die nicht verteidigen kann, bringt es mir auch nichts. Aber gut, liebe Zuschauer, so geht's. So schnell kann 3 vs. 3 auch vorbeigehen, in dem Fall als Niederlage, aber wer weiß, vielleicht gibt es noch ein Rematch oder in anderer Version mit einem 3 vs. 3 mit den beiden. Das sehen wir dann, denke ich, beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute, euer Gaius Julius Caesar.